So, guten Morgen. Es ist jetzt 9:05 Uhr. Ich bin um gut 8:30 Uhr aufgestanden. Ich habe jetzt schon gefrühstückt und ich erkläre euch bzw. erzähle euch heute mal, was so ansteht. Wir werden Vormittag eigentlich nur zu Hause bleiben, beziehungsweise ich glaube, muss kurz zum Supermarkt, aber das lässt sich irgendwie schon noch anders regeln, glaube ich. Meine Eltern gehen wahrscheinlich am Nachmittag an den Strand, aber ich habe keine Lust, weil ich mag Strand nicht so. Also ich mag lieber Steinstrand als wie Sandstrand. Weil den Sand hat man dann überall und bei den Steinen tut man sich zwar bei den Füßen weh oder fährt man Schuhe. Und am Sandstrand kann man zwar barfuß gehen, aber wenn man mit Schuhen geht, hat man den Sand in den Schuhen. So. Und das war jetzt halt, wann waren wir da? Vorgestern. Und das möchte ich halt auch nicht mehr und deswegen bleibe ich daheim. Ich habe eh noch ein paar Sachen zu erledigen, wo meine Eltern jetzt nicht unbedingt dabei sein müssen. Also wo ich einfach meine Ruhe brauche. Aber auf jeden Fall werde ich dann zwischen 7:30 und 8, also ich glaube, es wird eher 8 beziehungsweise 8:30 werden, abends mit meinen Großeltern telefonieren, denn meine Oma ist endlich wieder da. Sie war ja bei ihrer Schwester, bei meiner Großtante in Salzburg zu Besuch und die kommt heute wieder und ich habe schon wieder keine Stimme mehr, es tut mir so leid. Also ich werde jetzt erstmal meine ganzen Nachrichten hier abrufen und Also dann würde ich sagen, wir sehen uns dann später wieder. So Leute, es ist jetzt 10:50 Uhr. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Also ich habe mich angezogen, meine Hose und mein Oberteil. Wir machen jetzt ein bisschen Sport aus draußen. Wir werden wahrscheinlich Fußball spielen und Frisbee spielen. Und wenn es kein Wind geht, Federball, was ich auch glaube, so ein bisschen Wind geht, aber das geht schon. Und ich muss jetzt noch schnell das Essen zusammenpacken. Also ich nehme Mentos mit raus und für mich eine Cola und für Papa wahrscheinlich Schokolade so. Ich habe jetzt gerade voll Lust auf Schokolade, die gerade da nicht rauskommt. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwer. We'll be right back.
Also das Rohr heizt schon mal vor. Wo wir einkaufen waren, habe ich mir so Kartoffelteile ausgesucht. Die muss ich jetzt dann gleich reinpacken. Und dann. Moment. 12 Minuten im Ofen lassen und ich muss die Eier aussuchen. Da. I need it. So. Gut. Ich muss jetzt warten, bis das Licht ausgeht. Yes. So Leute, ich habe jetzt mal in das Dings hier oben reingestellt. Und ich muss jetzt schnell das vorbereiten. Also, upsala. So sehen die aus und die kommen jetzt hier drauf und mein Akku blinkt schon wieder. Ich muss nur irgendeine Position finden, wo er das auch sehen kann. Moment. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Also, ich packe jetzt schnell aus. So, also mein Ofen ist jetzt vorgeheizt. Ich muss schon schauen. Nein. Wir machen das Ganze jetzt einfach. Ich stelle mich jetzt mal hier so hin und wir machen das Ganze jetzt einfach hier. Leute, ich glaube, mein Akku blinkt, ja. Ich wusste gleich das hier, aber es ist jetzt schon irgendwie Uhr oder so. Ich habe jetzt eigentlich nicht gevloggt, weil ich nichts Spannendes gemacht habe. Ich bin gerade allein. Und es ist jetzt 5:15. Ich habe die Haustür gedreht. Die müsste. Lass mich kurz überlegen, Samstag online gehen und meine Eltern kommen gerade. Ich bin gerade Musical hier runterladen. So Leute, es ist jetzt schon kurz nach 10. Um gut 9:20, 8 haben. Ja? Ne? Haben meine Großeltern angerufen. Also meine Oma war jetzt seit Dienstag bei ihrer Schwester und die ist halt heute Abend heimgekommen. Und ich habe einmal halt mit meinem Opa alleine geskypt. Es war jetzt mal sehr, sehr toll, mit meiner Oma wieder zu skypen. Vorfall, sage ich jetzt mal, bin ich immer froh, wenn ich meine Oma sehe, muss ich schon sagen. Also ich genieße wirklich jede Sekunde mit meiner Oma. Und jetzt haben wir noch Karten gespielt und vorhin haben wir noch Tennis auf der Wii gespielt. Ich werde jetzt das Chaos hier aufräumen. Also ich habe gerade Wäsche gewaschen, beziehungsweise die kam gerade aus dem Trockner. Die muss ich jetzt noch aufräumen und hier liegt auch noch überall Wäsche rum und ich habe den Akku immer noch nicht gewechselt. Das tue ich jetzt auch gleich und dann hole ich gleich meinen Laptop, weil ich muss 2 Videos schneiden. Einmal diesen Vlog und
Dann noch das Video, das morgen auf meinem Reborn-Channel online kommt. Das wird ein bisschen aufwendiger, weil es nämlich eine Morgenroutine, ich sag immer Morgenroutine, es wird eine Abendroutine. Und ja, also ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bye und gute Nacht!